Hast auch du schlechte Angewohnheiten, die du gerne mal würdest aufgeben? Oder gehörst du auch zu den Leuten, die Sachen, die man nicht so gerne macht, so ein bisschen ab und zu eine Tendenz haben, die so ein bisschen auf die Seite schieben und dann sagen, das mache ich dann sonst mal und es dann irgendwie nie machen? Je nachdem sind die meisten von uns schuldig, um Sachen, die wir nicht gerne machen, aufzuschieben oder eben so ein bisschen in schlechten Gewohnheiten uns zu verstricken. Und im Yoga haben wir einen Grundsatz, der heisst Tapas. Hat nichts mit der spanischen Essenskultur zu tun und den Tapas, den man dort serviert, sondern das bedeutet, alle Praktiken, die man machen kann, wo man so das innere Feuer aktiviert. Das heisst, das Feuer steht symbolisch für die eigene Willenskraft. Und zwar ist das, kannst du dir vorstellen, wie ein Muskel, den man trainieren kann. So sagen, nein, weisst, ich kann das nicht ändern und so, und alle können das, nur ich nicht. Im Yoga sagt man ganz klar, auch du kannst Sachen ändern, es braucht einfach Willenskraft dafür. Und die tun wir damit trainieren, indem wir uns trainieren, Sachen anzupacken, die wir eigentlich am liebsten nicht machen und auf die Seite schieben. Das heisst, wenn du gerade ein bisschen überlegst, was sind Sachen, die du eigentlich weisst, die würden dir vielleicht sogar gut tun, aber du machst sie nicht. Oder Sachen wie vielleicht die Steuererklärung, wo man sagt, das mache ich dann sonst mal, das mache ich dann mal. Und dann schiebt man es immer mehr raus. Wir wissen alle, wenn wir es einmal gemacht haben, dann ist es gut und dann fühlen wir uns auch gut, ist wunderbar. Aber wir brauchen Willenskraft, um Projekte anzugehen und um wichtige Sachen anzugehen. Und ich möchte dich anspornen, wirklich eine eigene Challenge sozusagen zu machen. Und wenn du das nächste Mal merkst, dass du wieder etwas möchtest, ein bisschen ausweichen oder am Morgen früh geht joggen und dich bewegen, doch lieber noch schlafst oder vielleicht, ich weiss nicht, was es bei dir genau ist, aber wenn du dich das nächste Mal ertappst, dass du sagst, nein, das mache ich lieber nicht oder das mache ich dann später. Challenge ist, zum sagen, 1, 2, 3 und zu machen. Nicht so viel überlegen, sondern es einfach machen und durch das den Muskel, die Willenskraft in dir innen stärken, so das Feuer, könnte man auch sagen, wirklich so den Drive, den du in dir innen hast, das anfangen zu trainieren, weil das führt zu besseren Angewohnheiten und hilft dir, deine schlechten Angewohnheiten können zu transformieren. Und durch das werden sich auch viele Sachen in deinem Leben verändern und kannst du wieder Meister über dein eigenes Leben werden und durch das viel mehr Selbstvertrauen aufbauen, aber auch viel mehr Kraft und Stärke, um zu wissen, hey, ich kann das im Fall. Und aus dem Muster rausfallen, so, ich kann das nicht und sondern nein. 1, 2, 3 zählen und machen es, angehen und dich nachher gut fühlen, wenn du hast können Sachen erledigen oder Sachen gemacht hast und ein kleines Glücksgefühl dabei haben. Ich freue mich aufs nächste Mal, mit dir nächste Yoga-Tipps anzuschauen.